Tut mir leid, Smokey, du warst über der Linie, das war ein Foul. Ach, Blödsinn, schreib eine 8 auf. Hey, entschuldige bitte. Schreib 0 auf, der Nächste ist dran. Blödsinn, Walter, schreib eine 8 auf, Dude. Smokey, wir sind hier nicht in Vietnam, wir sind beim Bowling, da gibt es Regeln. Hey, Walter, hör doch auf, Mann. Hey, Mann, das ist Smokey. Na und, da hat er kurz übertreten. Das ist doch nur ein Spiel. Das ist ein Ligaspiel, kapiert? Wir spielen darum, wer in die nächste Runde kommt. Oder etwa nicht? Ja, aber ich... Oder etwa nicht? Ja, aber ich hab nicht übertreten. Gib mir den Schreiber, Dude. Ich schreib mir eine 8 auf. Smokey, mein Freund, du begibst dich in die Welt des Schmerzes. Wow. Gab ich gerade an der Theke eines idyllischen Schnellrestaurants meine Bestellung auf und dachte an nichts Böses auf dieser Welt, als ein Mann neben mir plötzlich die Stimme erhob. Ich schaute unauffällig zur Seite und sah einen gut gekleideten, akademisch aussehenden Herrn mit hochrotem Kopf. Er hielt der Bedienung hinter dem Tresen einen Hamburger hin und geiferte, sie sei ja sogar, Zitat, zu blöde für ihren idiotischen Kellnerjob. Und er würde dafür sorgen, dass sie gefeuert würde. Was hatte sie ihm Schreckliches angetan? Wie sich herausstellte, hatte er bei ihr einen Hamburger ohne Gurkenscheiben bestellt und sie hatte ihm dies hier über die Theke gereicht. Nun ist es natürlich ärgerlich, wenn man als Kunde nicht bekommt, was man bestellt hat, und man sollte dann darauf bestehen, dass der Sachmangel, wie Juristen das nennen, behoben wird. Aber dieser Typ war an einem gurkenfreien Hamburger gar nicht mehr interessiert. Er akzeptierte keine ihm angebotene Bitte um Entschuldigung und verlangte sofort, den Manager zu sprechen. Der wollte ihm aber nur einen, jetzt kostenlosen, neuen Hamburger ohne Gurke anbieten, statt den Kopf seiner Angestellten auf einem Silbertablett. Daraufhin verließ der Mann wütend das Restaurant. Überreaktionen dieser Art sind nicht so selten. Da muss man gar nicht erst in die sozialen Netzwerke gehen. Wahrscheinlich fallen den meisten von uns Situationen ein, in denen entweder wir selbst uns schon mal übermäßig aufgeregt haben oder wir kennen zumindest ganz normale Leute, die das gelegentlich mal tun. Kommt vor, könnte man also sagen, wo ist das Problem? Die Angestellte wurde ja nicht entlassen und verhungern wird der Typ deshalb auch nicht. Stimmt in diesem Fall. Aber viele andere Überreaktionen sind weniger harmlos. Zum einen nämlich schädigen sie denjenigen, der sich aufregt. Sie kosten uns Energie, wir machen uns damit unter Umständen lächerlich. Manche Leute zerstören dabei sogar ihren eigenen Besitz, schmeißen zum Beispiel ihr Handy auf den Boden oder treten unter dem Tisch ihren Computer kaputt. Wutausbrüche schädigen außerdem die sozialen Beziehungen, die wir zu unseren Mitmenschen haben. Nicht jeder lässt sich gerne respektlos behandeln und vergisst das dann wieder. Und Wutausbrüche können richtig gefährlich werden, wenn sie zu ebenfalls übertriebenen Gegenreaktionen führen und die Situation dann zum Beispiel gewaltsam eskaliert. Zum anderen sind Überreaktionen aber auch offensichtlich schädlich für diejenigen, über die wir uns aufregen. Bekanntlich gibt es jähzornige Eltern, die ihre Kinder schlagen, weil die schon wieder nicht ihr Zimmer aufgeräumt haben. Männer, die ihre Ehefrauen verprügeln, weil das Essen wieder nicht schmeckt. Häusliche Gewalt, sagen uns Kriminologen, haben oft kleinste Frustrationen als Auslöser. Und ein letztes Beispiel: In den USA gibt es den Ausdruck Road Rage. Gemeint ist damit übermäßig aggressives Verhalten im Straßenverkehr. Damit sind Menschen gemeint, die zum Beispiel die Autos anderer Leute demolieren, weil die vor ihnen in die Fahrspur eingeschert sind. What are you doing, man? What are you doing? Here you go, Larry. You see what happens? You see what happens, Larry? You see what happens? This is what happens when you fuck a stranger in the ass, Larry. Merkwürdiger Typ. Wieso regt er sich so auf? Vielleicht versucht er gerade, sich das Rauchen abzugewöhnen. Okay, dummer Scherz. Also, zu deiner Frage. Manche Leute sind halt so wie dieser Typ. Jähzorn nennt man sowas.
Aber das beschreibt nur die Neigung, sich übermäßig aufzuregen, erklärt sie aber nicht. Na gut, dann sage ich mal, sich sehr stark über etwas aufregen zu können und allgemein sehr wütend werden zu können, ist etwas, das jeder kann. Als Verhaltensmöglichkeit ist das evolutionär entstanden, weil wir dann unsere Interessen besser verteidigen können. Wir sterben nicht von Weicheiern ab. Aber bei dem Typen ist dann ja die Frage, weshalb diese an sich nützliche Fähigkeit so aus dem Ruder läuft. Der hat ja viel zu stark reagiert und in einer Situation, wo das gar nicht passt. Er wollte einfach nur einen Hamburger ohne Gurken. Den bekam er durch seine Reaktion ja aber gerade nicht. Naja, wenn man ihn fragen würde, würde er wohl sagen, ich habe mich aufgeregt, weil was die Schlampe gemacht hat, das war Absicht. Die wollte mir schaden oder zumindest war ich der egal. Und das war beides respektlos und weil das respektlos war, bin ich wütend geworden. Okay, das ist seine Selbstbeschreibung. Aber das erklärt ja nicht, wieso er die Situation so sieht. Er hätte ja auch ganz cool bleiben können. Er dachte vielleicht auch, bewusst oder unbewusst, er könnte so seinen Willen am besten durchsetzen. Das denken ja viele Leute. Manche Chefs zum Beispiel oder auch autoritäre Eltern, die verwenden Wut zur Einschüchterung oder zur Bestrafung als so eine Art Management- und Erziehungsmethode. Oder die kennen das einfach gar nicht anders. Und klappt das als Management- oder Erziehungsmethode? Kurzfristig wohl schon, wenn man die Macht hat. Langfristig erreicht man damit aber meist weniger, als wenn man respektvoll bleibt. Angestellte mögen es selten, wenn der Chef sie anbrüllt und sie werden dadurch nicht optimal produktiv. Das ist in Management-Seminaren heutzutage ja schon eine Binsenweisheit. Und natürlich ist das Anschreien oder Schlagen von Kindern nichts, was langfristig zu einer glücklicheren Familie führt. Eher dazu, dass die Kinder einen irgendwann nicht mehr lieben und einen später im Altersheim dann nicht mehr besuchen kommen. Okay, dann sind wir wieder bei der Frage, wieso denn trotzdem Menschen sowas dann machen, obwohl es irrational ist? Dummheit ist ja keine Erklärung für irgendetwas. Ich habe mal gelesen, Menschen sind in so Momenten in einer Art Tunnelblick drin. Das berichten jedenfalls jähzornige Leute in entsprechenden Studien. Sie sehen dann nur, was sie ärgert und sonst nichts. Sie denken nicht mehr an die schädlichen Folgen ihres Verhaltens und auch nicht mehr daran, was sie eigentlich im Umgang mit anderen für angemessen halten oder für fair. Weshalb es ihnen nachher dann ja auch tatsächlich manchmal leid tut oder zumindest peinlich ist. Okay, Wut und starker Ärger schränken unsere Fähigkeit zum rationalen Denken ein. Ähnlich wie Alkohol oder zu viel Prüfungsstress. Und dann hat man einen Tunnelblick. Aber das erklärt ja noch nicht, wieso man dann so austickt. Naja, ich könnte mir vorstellen, der Typ gerade schaut nicht nur tunnelmäßig auf das Problem mit der Gurkenscheibe, der bläst dieses Problem auch total auf, so als wäre das eine richtige Katastrophe. Und das nennt man in der Psychologie auch so, katastrophisieren. Also ein Problem als schrecklich wahrnehmen, obwohl es, wenn man es in aller Ruhe betrachtet, gar nicht schrecklich ist. Und dieses Katastrophisieren kann sich sowohl auf die aktuelle Situation beziehen, als auch darauf, was aufgrund dieser Situation dann in Zukunft vielleicht passieren könnte. Wenn der Typ mit der Gurke zum Beispiel behaupten würde, so ein Fehler könne tödlich sein. Was wäre denn, wenn jemand zum Beispiel eine Allergie habe und man dann seine Bestellung nicht korrekt ausführen würde? Als ich klein war, wurde in Westdeutschland in den 70er Jahren die Gurtpflicht in Autos eingeführt. Und ich weiß noch, es gab damals Leute, die sich darüber fürchterlich aufgeregt haben, und meinten, Frauen würden dann dadurch
Hängebrüste bekommen. Und Leute hatten Angst, sie kämen dann nach einem Unfall ja nicht mehr aus dem brennenden Fahrzeug raus, wegen des Gurtes. Haben die auch damals schon Diktatur geschrien? Würde gut zu dem passen, was wir gerade erlebt haben. Der Typ hat die Angestellte ja auch in Grund und Boden verdammt und wollte, dass die entlassen wird. Das scheint auch typisch zu sein für Menschen, die sich übermäßig aufregen. Andere, die sie für ihr Problem verantwortlich machen, sehen sie als absolut schreckliche Wesen, die übel bestraft werden müssen. Und das rechtfertigt dann eine Entlassung oder dass man seine Frau schlägt und seine Kinder oder Politiker beschimpft oder noch Schlimmeres mit denen macht. Da gibt es sogar auch einen Fachausdruck für Psychologen, nennen das Kondemnieren, wohl von to condemn im Englischen, also jemanden verdammen. Und das ist wohl auch typisch für Leute, die sich übermäßig aufregen. Tunnelblick, katastrophisieren und verdammen. Jetzt verstehe ich auch besser, was kurz vor der letzten Bundestagswahl in Ida Oberstein passiert ist. Was war da? Weiß ich gar nicht mehr. Schlimme Sache. Da hatte ein 49-Jähriger einen 20-jährigen Studenten erschossen, der in einer Tankstelle jobbte. Und zwar, weil der 20-Jährige ihn dazu aufgefordert hatte, im Laden eine Corona-Maske zu tragen. Und er wollte ihm so lange kein Bier verkaufen. Er sagte dann später bei der Polizei aus, diese Corona-Schutzmaßnahmen, ich interpretiere jetzt ein bisschen, seien eine Katastrophe. Sowas sagen ja viele, Grundgesetzverletzung, Diktatur und so weiter. Der Student helfe, die Schutzmaßnahmen durchzusetzen und sei damit für diese Katastrophe mitverantwortlich. Und er habe deshalb den Tod verdient und ihn zu erschießen sollte ein entsprechendes Zeichen sein. Puh, ich glaube, sowas ist aber eine besondere Fallgruppe. Damit jemand sich so verhält, müssen wohl noch weitere Faktoren zusammenkommen als nur Tunnelblick und so weiter. Denn die meisten Menschen, auch die charakterlich jähzornigen, machen so etwas ja nicht. Da spielen dann wahrscheinlich noch besondere biografische, soziale, politische und was weiß ich für Ursachen eine Rolle. Würde ich auch sagen. Aber selbst wenn man die Verhaltensursachen in solchen Ausnahmefällen gar nicht ganz überblicken kann, Hassreden jedenfalls sind wohl schon allein deswegen keine gute Idee, eben weil es Leute gibt, die als subjektive Rechtfertigung für ihre Neigung nehmen, überzureagieren. Halber Themenwechsel. Nehmen wir mal an, ich neige zu Überreaktionen, bin aber so reflektiert, dass mir das auch klar ist und ich will was daran ändern. Was mache ich dann? Naja, wenn das mit dem Tunnelblick und dem Katastrophisieren und dem Verdammen stimmt, dann sollte man sich klar machen, dass man, und zwar warum auch immer, dazu neigt. Und dann kann es helfen zu lernen, sich selbst erstmal zu stoppen und zu versuchen, die Situation in einem neuen Licht zu sehen. Ein langsamer oder fehlerhafter Service im Restaurant zum Beispiel mag uns erstmal verärgern, aber vielleicht können wir dann auch kurz innehalten und überlegen, dass die unterbezahlte Bedienung oder der Koch vielleicht schlicht überfordert sind durch die Masse der Bestellungen und an sich keine bösen Menschen. Und dann verwandelt sich unsere Wut vielleicht nicht gerade in Mitleid, aber zumindest in Verständnis und wir regen uns nicht mehr so darüber auf. Mein lieber Beck, an dir ist ein kognitiver Verhaltenstherapeut verloren gegangen. Aber stimmt schon. Und der gesündeste Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen dieser Art scheint von der Studienlage her ansonsten zu sein, den Ärger, also den eigenen Ärger, konstruktiv auszudrücken.
Und konstruktiv meint in dem Zusammenhang, ich drücke meine Gefühle und Interessen dem anderen gegenüber klar aus, aber ohne dabei respektlos zu sein. Und dann eröffnen sich am ehesten Möglichkeiten, die Ursache des Ärgers zu beseitigen. Und was du ansonsten versuchen kannst, hängt davon ab, was deine Überreaktion jeweils konkret auslöst. Bei gewalttätigen Überreaktionen spielt zum Beispiel oft Alkohol eine Rolle. Aber da muss man dann eben im Einzelfall genau hinschauen. Ach, und was übrigens wohl nicht gut funktioniert, obwohl das noch viele glauben, ist ein mehr oder weniger ungefiltertes oder symbolisches Rauslassen oder Miterleben von Aggressionen. Etwa auf ein Kissen draufhauen oder eine Puppe anbrüllen. Das läuft unter dem Begriff Katharsis. Und ich kenne Leute, die das immer noch empfehlen. Kurzfristig regt man sich dann vielleicht ab, geht mir jedenfalls so. Aber Studien zeigen, langfristig senkt das die Neigung, sich aufzuregen, nicht und kann sogar verstärkende Effekte haben. Interessant. Das sollten wir vielleicht, wenn wir gleich wieder zurück im Büro sind, unserem Chef erzählen. Gute Idee. Geh schon mal vor.